Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, Freunde langfristig steigender Kurse und Dividenden. Tja, diesmal ist es ein historisches Video, denn jetzt gibt es die Abstimmung für den allerletzten Sparplan im Starterdepot, den 20. Sparplan. Und wir wissen schon, es wird ein REIT werden. Welcher REIT es werden wird, das wissen wir noch nicht ganz. Vier stehen zur Auswahl, die zeige ich euch dann nochmal. Jetzt geht es aber um Public Storage, das ist einer der vier Top-REITs, meiner Meinung nach. Und die Aktie werde ich euch vorstellen. Kurz zum Starterdepot, das seht ihr ja hier. Und ja, ich muss schon sagen, gucken wir uns hier mal Gewichtung nach Branchen an. Ich bin schon stolz darauf, was wir hier gemeinsam erreicht haben in über 20, 25 oder noch mehr Videos, wo wir uns echt hier dieses Depot erstellt haben, das wir jetzt Monat für Monat besparen. Mit 500 Euro, also 25 Euro plus Sparplan. Und das ist schon echt eine super Sache und ihr macht immer noch schön mit. Und um nochmal die Bedenken zu verstreuen, ich werde nicht aufhören, dann das Starterdepot zu begleiten. Ich meine, ich bespare das ja auch. Ich werde Monat für Monat dann mindestens ein Video machen und wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert mit einer unserer Positionen oder wenn allgemein die Marktlage, Stichwort Crash, es erfordert, dann werde ich auch gerne mal eine Beruhigungspille in Form eines Videos verabreichen. Also das Starterdepot bleibt euch auf jeden Fall erhalten. Ja, genau. Dann das Starterpaket kennt ihr ja schon. Beziehungsweise wer es noch nicht kennt, wer anfangen möchte zu besparen, das wäre ich auch noch wichtig, weil mich Mails immer mal wieder erreichen mit, oh, ich bin jetzt leider zu spät, ich bin erst später, zu spät aufs Starterdepot aufmerksam geworden. Es gibt kein zu spät. Ihr habt hier alle Videos, ihr könnt es einfach nachverfolgen. Wer Nachzügler ist, hat sogar den Vorteil, dass er alle Videos quasi schon hat und dass er das alles nachgehen kann und dass er nicht immer warten muss, bis das nächste Video rauskommt. Und wenn du eben auch noch kein Depot hast und dann kannst du hier dein Starter-Paket abholen, gibt es dann eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage nochmal oben drauf. Mein Name übrigens Thorsten Tiet, fällt mir immer an der gleichen Stelle ein, wenn ich das sage. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber und Gründer der Seite aktienfinder.net und hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das, was mir danach immer einfällt, ist der hier, der Disclaimer, Risikohinweis, mit Aktien kannst du Geld verlieren, ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Und da blinkt was auf, Outlook hatte ich weggemacht, aber ich habe den Browser noch auf, deshalb habe ich eben diese komische Nachricht gekriegt. Gut, hier nochmal das Starterdepot im Aktienfinder und ihr seht hier die einzelnen Aktien und ihr seht ja das Ranking geht auf Dividendenwachstum. Amazon zahlt keine Dividende, sagt null, aber ansonsten seht ihr hier doch, dass das Ranking relativ hohe Punktzahlen vergeben hat. Ihr seht hier eine gewisse Dichte an Auszeichnungen, was auch kein schlechtes Merkmal ist. Ihr seht übrigens auch alle Positionen hier, wer es noch nicht weiß, nochmal hier komplett live. Ich habe übrigens auch mal, hier steht ja die ganzen eine Übersicht und ich prüfe auch ab und zu nach, ob die Consorsbank richtig rechnet. Das Depot wird bei der Consorsbank geführt und das ist tatsächlich der Fall. Also der Marktwert ist sehr nah dran bei dem von Markt mit dem Marktwert oder mit dem Marktwert von der Consorsbank. Kleine Unterschiede gibt es ein paar Euro. Wird wahrscheinlich an dem Börsenplatz liegen, schätze ich mal. Okay. Gut, dann würde ich doch sagen, gehen wir zu Public Storage und da habe ich ja hier eine Merkliste gemacht bezüglich der vier REITs, die wir zur Auswahl haben hier. Sind auch alle sparplanfähig bei der Consorsbank und wir haben die drei hier schon abgefrühstückt und jetzt kommt Public Storage. Public Storage, was machen die? Also als REIT erzielen sie ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das haben alle vier Unternehmen gemeinsam, weil sie alle vier REITs sind. Aber was man da eben vermieten und verpachten kann, das unterscheidet sich teilweise doch ganz fundamental. Während Realty Income Einkaufszentren betreibt und dann eben auch vermietet, sind es bei American Tower Funk Masten und bei Digital Realty Trust Rechenzentren und bei Public Storage sind es Container. Und in diesen Containern kannst du im Prinzip einlagern, was du möchtest. Oft dreht sich es um Hausrad. Du kannst aber auch da dein Motorrad reinstellen oder ein Boot oder ein Auto. Alles Mögliche eben.
Und hier ist die Homepage von Public Storage. Und dann, wenn du mal wissen willst, wie sowas aussieht, dann kannst du hier mal draufklicken. Und dann solltest du hier schöne Bilder sehen. Und da gibt es halt schon ein paar Container. Was gibt es noch? So sieht das Ganze eben innen aus. Das heißt, du mietest dann eben einen Container deiner Größe, die du brauchst für die Einlagerung, und schließt dann den Container ab. Das heißt, du musst dann ein eigenes Schloss haben. Und das wird ja auch verkauft von Public Storage. Umzugskartons werden dir auch verkauft. Die verkaufen dir auch eine Versicherung, falls einer dieser Container aufgebrochen wird, glaube ich, damit es dann auch versichert ist. Haben also noch so ein paar Nebeneinkünfte. Der Markt ist allgemein sehr stark fragmentiert. Public Storage ist in den USA der Marktführer von dieser, ich nenne es Containerlagerung, hat aber trotzdem in Anführungszeichen nur einen Marktanteil von 7% aufgrund der starken Marktfragmentierung. Ich erkläre mir das so, diese starke Marktfragmentierung, dass es relativ einfach ist, so ein Containerlager aufzustellen, weil der Kapitalbedarf einfach niedriger ist, als zum Beispiel bei einem Einkaufszentrum der Fall ist. Insofern gibt es auch relativ viele kleine Wettbewerber. Public Storage hat allerdings gewisse Vorteile gegenüber diesen kleinen Wettbewerbern. Zum einen ist der Bekanntheitsgrad in den USA relativ hoch, weil sie eben doch der Marktführer sind. Und dann haben sie eben Economy of Scale Vorteile, also Größenvorteile auf Deutsch. Das seht ihr hier im Prinzip auch schon ein bisschen. Also bei denen läuft extrem viel über die Webseite. Die meisten Leute ordern direkt oder bestellen direkt Container über die Webseite, beziehungsweise mieten die Container über die Webseite, so rum. Und das Controlling erfolgt auch IT-seitig. Das heißt, es ist alles quasi in der IT-Infrastruktur von Public Storage verankert. Die wissen, wie hoch die Auslastung ist beispielsweise von jedem Containerlager. Und wenn die Auslastung etwas geringer wird, dann können sie die Rabatte erhöhen. Und das Ganze ist eben typisch IT zentralisiert. Also die Homepage wird wahrscheinlich auf einer Seite verwaltet oder von einer Abteilung gemacht von Public Storage. Und da ist es jetzt egal, ob dann noch ein neues Containerlager dazukommt, dann nehmen sie das einfach auf. Das ist ähnlich bei mir wie im Aktienfinder. Kommt eine neue Aktie dazu, dann nehme ich die einfach auf. Und auch in das Controlling wird es auch entsprechend eingebunden. Und diese kleinen Wettbewerber, die haben eben diese Größenvorteile nicht. Die kümmern sich im Extremfall nur um ein einziges Containerlager. Das heißt, die haben dann einen relativ großen Overhead für ihr Controlling und Marketing, während hier der Wasserkopf eben für das Controlling Marketing relativ klein ist, weil die ja schon so viel, bei dem macht es halt keinen großen Unterschied, ob die jetzt ein Containerlager mehr oder weniger verwalten. Das seht ihr ja hier, das sind diese ganzen Containerlager. Gibt es natürlich noch entsprechend mehr. Wie viel sind es denn insgesamt? Sie haben 2400 von diesen Containerlagern in den USA. Und ich habe auch gelesen, dass diese Containerlagerung in den USA deutlich mehr genutzt wird, als beispielsweise in Europa der Fall ist. Stichwort Europa. Public Storage hat zwei wesentliche Beteiligungen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar sind sie einmal an einem klassischen REIT beteiligt, der heißt PS Business Park, das ist eine 42% Beteiligung. Und dieser REIT, der betreibt gewerbliche Immobilien, so ein bisschen ähnlich wie Realty Income. Und dann haben sie noch eine Beteiligung an einem Unternehmen in Europa, eine 35% Beteiligung. Und dieses Unternehmen in Europa, das vermietet ebenfalls Containerlager und ist der Marktführer in Europa. Aber wie gesagt, in Europa ist das Ganze nicht ganz so, wird das Ganze nicht ganz so stark genutzt, frequentiert wie in den USA. Ja, dann vermute ich, dass ihr jetzt mal erstmal einen kleinen Überblick gewonnen habt über Public Storage. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze hier fundamental aussieht. Und die wichtigen Charts sind ja erstmal die beiden hier. Da gucken wir uns mal diese Margen hier an. Und du siehst erstmal, dass die Umsätze schön wachsen. Wir fangen hier bei 1999 an. Wir haben aber noch mehr Jahre anzubieten. Ich stelle mal den Zoom ab. Und jetzt siehst du das hier in der
ganzen Pracht, den operativen Cashflow können wir wegmachen. Du siehst übrigens hier, dass im 87, 88 Realty, die Public Storage noch kein REIT gewesen ist, da gab es noch keine Funds for Operations. Oft ist es so, dass die Unternehmen, die sind erst normale Unternehmen und später, wenn es aus steuerlichen Gesichtspunkten Sinn macht, dann firmieren sich die Unternehmen um, also dann erlangen sie diesen REIT-Status. Wir müssen dann entsprechend eben viel Dividende vom Gewinn ausschütten. Den Großteil des Gewinns der Dividende müssen sie ausschütten, um diesen REIT-Status zu erhalten. Ja, und da siehst du eben, dass das Ganze doch relativ gut läuft. Hier war die Dividendensteigerung erstmal relativ schwach ausgeprägt, aber hier seit 2010 steigen die Dividenden und auch der Gewinn doch ganz schön stark an. Public Storage wächst insbesondere über, in der kaufen sie Containerlager auf von kleineren Wettbewerbern oder sie bauen neue Containerlager. Ich meine, das sind so die beiden Varianten, die groß zur Verfügung stehen. Und wie machen sie das? Natürlich, indem sie Geld bezahlen, so wie wir auch, wenn wir ein Brötchen kaufen. Aber die Frage ist, wo kommt das Geld her? Und da ist jetzt was ganz Interessantes, wo ich jetzt auch was gelernt habe. Und zwar gehen wir dazu erstmal in die Fullanalyse. So, und hier sind vor allem diese beiden Charts hier interessant. Und es geht jetzt um die Finanzierung von des Wachstums von Public Storage, wie die das machen. Gucken wir uns erstmal das hier an. Da fällt dir wahrscheinlich auf, dass die Schulden von Public Storage relativ niedrig sind im Vergleich zur Bilanzsumme. Die haben momentan eine Schuldenquote von gerade 21%. Und da ist dann die Frage, wie schaffen die das? Weil viele REITs haben eine Schuldenquote von 80% und mehr. Und REITs haben im Prinzip eine Möglichkeit oder die finanzieren ihr Wachstum aus einem Mix aus Kapitalerhöhung, also aus Eigenkapitalerhöhung quasi, und Fremdfinanzierung, also Schulden. Bei Schulden ist nicht so viel, wie du hier siehst, bei Public Storage. Das heißt, also muss es Eigenkapital finanziert sein. Hier siehst du auch mal, dass da eine größere Eigenkapitalfinanzierung war. Das zeigt dir die Anzahl der ausstehenden Aktien. Wenn es nach unten geht, dann hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien erhöht. Und zwar hier knapp um 20% von 2,6 auf 2,7 mal hier. Und hier von 2,5 auf 2,6 auch. Hier haben sie mal einen REIT gekauft. Deshalb ist dann die Bilanzsumme auch gewachsen. Ein paar Schulden haben sie gemacht, aber viel Eigenkapital finanziert, wie du siehst. Ihr seht hier, dass die Rückkaufquote, dass die Anzahl der neu ausgebenden Aktien sehr, sehr gering ist. Und das Wachstum kann so alleine nicht finanziert werden. Da habe ich, weil es zu wenig ist, da habe ich mich gefragt, ja, okay, wo kommt es denn dann her, wenn es die Anzahl der ausstehenden Aktien nicht erhöht wird und wenn wirklich keine nennenswerten neuen Schulden gemacht werden? Und die Antwort lautet, es werden doch neue Aktien ausgegeben. Deshalb wächst auch das Eigenkapital in der Bilanzsumme. Aber es handelt sich ja nicht um Stammkapital, sondern es handelt sich hier um Vorzugsaktien. Und das passiert bei REITs scheinbar relativ häufig. Da habe ich auch einen Artikel auf Seeking Alpha zu gefunden und durchgelesen, der das erklärt. Den verlinke ich auch im Blogartikel. Also ich tue zu jeder Videoanalyse parallelen Blogartikel schreiben und da setze ich dann auch die Links rein. Und diese Preferred Shares, Vorzugsaktien, die haben sehr viel mit Anleihen gemein. Der große Unterschied ist, es handelt sich um Eigenkapital und nicht um Schulden. Was sie mit Anleihen gemein haben aber, das ist erstens, die Dividende steht schon fest im Voraus. Das heißt, die haben die Dividende ist wie, schon fast wie ein Zins, in dem Sinne, dass dann da steht bei dieser Vorzugsaktie, dann steht dann 5,6% oder so da. Und dann heißt es, du kriegst als Aktionär 5,6% Dividende, Punkt. Und es ist also nicht so, dass wie bei den Stammaktien der Vorstand Jahr für Jahr, also Geschäftsjahr für Geschäftsjahr entscheidet, wie hoch die Dividende ist. Nein, du hast mit so einer Vorzugsaktie dann von Public Storage schon im Voraus weißt du, wie hoch die Dividende sein wird. Und wenn die Dividende ausfällt, hast du so ein Aufholrecht. Das heißt, du wirst immer vorrangig bedient vor den Aktionären der Stammaktien. Wenn die
eine Dividendenkürzung gibt, dann wird erstmal versucht, also für die Stammaktien, dann wird trotzdem erstmal versucht, die Dividendenverpflichtung für die Vorzugsaktien zu erfüllen. Wenn das auch nicht geht und in den Folgejahren läuft es besser, dann wird erstmal die ausstehende Dividende der vorherigen Geschäftsjahre ausgeschüttet für die Besitzer der Vorzugsaktie. Und die Besitzer der Stammaktie kommen gegebenenfalls immer noch leer aus, weil erstmal eben die Besitzer der Vorzugsaktien bedient werden müssen. Und was so eine Vorzugsaktie auch noch gemein hat mit einer Anleihe, das ist, dass das Management hat das Recht, diese Vorzugsaktien zurückzukaufen. Das heißt, das ist so ähnlich wie Maturity, also eine feste Laufzeit von der Anleihe. Wobei, es gibt eben diese feste Laufzeit nicht, aber sie kann zurückgekauft werden. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und das ist das Geheimnis, warum die Schulden bzw. die Schuldenquote bei Public Storage so niedrig ist. Auf der Homepage von Public Storage findet ihr dann auch im Bereich der Investor Relations die ganzen Vorzugsaktien aufgelistet. So, also jetzt haben wir das Geschäftsmodell geklärt, das Geheimnis der niedrigen Schuldenquote von Public Storage und dann fehlt jetzt noch was, ja, die Bewertung. Gehen wir da erstmal in den Dividendenturbo und machen die Dividende dann mal weg. Hier ab 2000 sehen wir hier die Entwicklung der Dividendenrendite. Gab also mal deutlich mehr Dividende in der grauen Vorzeit für Public Storage, aber die Dividendenrendite hier über 3%, Spitze sogar. Ja, 17%, da wünscht man sich doch eine Zeitmaschine. Gucken wir jetzt aber mal hier uns die jüngere Vergangenheit an, 2006. Und das siehst du im Prinzip, ich mache auch mal den Korridor hier weg, das siehst du im Prinzip, dass wir momentan mit einer Dividendenrendite von 3,3% irgendwo im historischen Mittel liegen. Hier langfristig, ich nenne es mal langfristig, weil wir gehen ja bis 2006 zurück. Wenn du hier so einen Korridor einblendest, um zu versuchen, hier irgendwelche Kauf- und Verkaufsschwellen und ein bisschen genauer zu verorten und genauer rauszukriegen, ob jetzt zum Beispiel auf 12-Monats-Sicht die Dividende eher hoch oder niedrig liegt, die Dividendenrendite, dann siehst du, dass sie hier auf 12-Monats-Sicht leicht niedriger liegt, also unterdurchschnittlich ist. Dann wäre das Mittel nämlich 3,56%. Also siehst halt hier gewisse, wie immer, machen wir mal weg, stört eigentlich eher mehr, gewisse Tiefe bei 2,6%, also es gab auch schon mal weniger für Public Storage. Also die typische Volatilität, sage ich mal, geschuldet der Entwicklung des Aktienkurses. Apropos Aktienkurs, den können wir hier auch mal einblenden, machen wir das alles erstmal raus. Vielleicht noch ganz kurz, also du siehst im Prinzip, basierend auf der Dividendenrendite scheint Public Storage irgendwo nahezu fair bewertet zu sein oder leicht überbewertet. Gucken wir uns das Ganze mal hier an, in der dynamischen Aktienbewertung. Und den Kurs brauchen wir auch erstmal nicht. In Gewinn pro Aktie, operativen Cashflow, die Funds from Operations. Genau, das ist das Wichtige. Den bilanzierten Gewinn brauchen wir nicht wirklich hier. Dividende, ja, Dividende machen wir erstmal raus. Also gucken wir erstmal, wählen wir erstmal den richtigen Zeitraum für die Bewertung. Und da haben wir, was interessant ist, du siehst, dass das Multiple, also die Bewertung von Public Storage, die hat sich im Zeitverlauf erhöht. Die lag mal bei irgendwo um die 5 ganz am Anfang in den ersten Jahren, dann dauerhaft über 10, also zwischen 10 und 13 hier. Und momentan sind wir bei über 20 oder um die 20. Das ist halt die Frage, ab wann fängt die charakteristische Bewertung von Public Storage an. Da würde ich mal vielleicht ab 2,6 nehmen. Yep, hier. Und dann haben wir hier ein KGV von 17,5 durchschnittlich als Multiple, KCV von 15. Dann machen wir das hier weg und dann blenden wir hier den Kurs ein. Das ist immer der spannendste Moment, wenn man dann hier rauskriegt, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Dann holen wir uns den fairen Wert eben basierend auf den Funds for Operations. Und siehst du, dass die Aktie schon relativ teuer ist, dass sie schon fast dauerhaft überbewertet ist. Das ist ein relativ schlechtes Zeichen für die Bewertung.
Da machen wir eine neue Bewertung, würde ich vorschlagen. Dann nehmen wir einen Zeitraum ab 2010. So. Dann würde ich sagen, das passt doch schon deutlich besser und es sieht schon realistischer aus. Ich habe jetzt im Prinzip gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass Public Storage jemals wieder mit einem KGV um die 10 oder nur leicht über 10 zu haben sein wird, sondern dauerhaft höher bewertet sein wird. Das erscheint mir hier an der Stelle realistischer. Blenden wir den Fernwert Dividende auch mal ein, dann haben wir die hier. Dann können wir mal ein bisschen ranzoomen. Okay, und wie gesagt, sieht mir realistisch aus. Dann haben wir hier die Überbewertung hier, Phase einer Überbewertung von 2014 bis 2017, also schon relativ lang, mit hier relativ starken Ausschlägen hier in der Mitte. In März 2016 mal 264 US-Dollar. Dann gab es hier genau der gleiche Peak wie hier zum 31.08.2019. Dann wieder die Annäherung an den fairen Werten. Hier wieder dann die Überbewertung. Fair Value Dividenda. Können wir mal kurz mal drinnen lassen. Das siehst du hier das gleiche wie beim Dividendenbenchmark, der nahegelegt hat, dass die Aktie fair oder bewertet oder leicht überbewertet ist. Das gleiche findest du dann hier. Ich zoome nochmal näher rein. Der aktuelle Kurs bei 241 US-Dollar und der faire Wert basierend auf dem Funds for Operations des laufenden Geschäftsjahres wären 213 US-Dollar. Das ist dann hier die Überbewertung. Kannst die Punkte miteinander verbinden, dann siehst du hier das Korrekturpotenzial minus 11%. Jetzt weniger überbewertet wie einige andere Aktien, aber nichtsdestotrotz, du musst ja auch berücksichtigen, dass das Wachstum bei Public Storage zwar da ist, aber doch recht bescheiden ausfällt. Also 10,79 Funds from Operations für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert dann 11,5, 11,37. Das ist jetzt nicht die Welt. Das heißt, auch wenn die Überbewertung relativ moderat ausfällt hier, dann bleibt sie dennoch erhalten, auch für die kommenden Geschäftsjahre erstmal, weil die sich relativ langsam abbaut, weil die Gewinne relativ langsam steigen. Aber der Vorteil von dem Ganzen, wir suchen ja einen REIT aus, den wir besparen möchten. Wir gehen ja nicht all in auf einmal, sodass wir dann auf relativ, also auf Kursverlusten sitzen, die wir erstmal länger aussitzen müssen, möglicherweise, sondern wir kaufen dann einfach da unten weiter, wenn der Kurs fällt. Und nutzen dann den Cost-Average-Effekt. Insofern ist eine hohe Bewertung jetzt nicht unbedingt schön, aber sie ist aus meiner Sicht bei einem Sparplan auch nicht ein K.O.-Kriterium, wenn sie gegeben ist. Gut, das wäre dann Public Storage. Da hätten wir jetzt auch die Bewertung. Also wir hätten Geschäftsmodell, das Geheimnis der niedrigen Schulden. Jetzt haben wir die Bewertung und dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns nochmal die vier Aktien so kennzahlentechnisch an und auch im Dividendenbenchmark vielleicht. Also, hier vielleicht der Marktwert interessant. American Tower, also mit Abstand das größte Unternehmen, die höchste Bewertung. Dann kommt schon Public Storage als Nummer 2 und Digital Realty Trust und Realty Income, die sind relativ nah, haben sie die Schlusslichter an der roten Laterne, was jetzt aber nicht schlimm ist. Ich meine, Marktkapitalisierung von 22,5 Milliarden US-Dollar ist jetzt auch nicht so klein. Dividendenrendite. Also wir haben uns hier vier REITs ausgesucht, die alle vier nicht glänzen im Sinne einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite. American Tower sogar nur 1,6% und dann doppelt so viel ungefähr die anderen drei REITs, die sich alle nicht viel geben von der Dividendenrendite. Realty Income, Manfly Dividend Company, schüttet 12-mal aus, das ist noch erwähnenswert. Und, die Ausschüttungsquoten auf Funds from Operations siehst du hier nochmal. Auf dem Free Cashflow spielt eigentlich keine Rolle groß. Und ja, seit wann die Dividende nicht gesenkt wurde, beziehungsweise gesteigert wurde. Public Storage hat die Dividende nicht gesteigert mehr. Im letzten Jahr siehst du, dass die hier stabil geblieben ist. Und anhand des niedrigen Wachstums des Funds from Operations, das kam ja auch schon raus bei der Bewertung. Wird dann auch fällt dann auch das weitere Dividendenwachstum voraussichtlich eher relativ mau aus bei Public Storage. Also hier eine starke Verlangsamung kannst du hier sehen, weil hier hast du den Zuwachs immer von 10 Jahren, auch von 5 Jahren, immer das jährliche Mittel und dann den Zuwachs der Dividende geschätzt.
Und dann siehst du, dass hier bei Public Storage das Wachstum stark abgenommen hat. Also hier war ein starkes Wachstum da und momentan haben wir eher jetzt eine Phase der Stagnation. Und Digital Realty Trust nimmt auch das Wachstum ab, aber bleibt erstmal bei 6%. Bei Realty Income nimmt das Wachstum ebenfalls ab, von 5 auf 3%. Und bei American Tower, die zeige ich dir jetzt nochmal, die sind ja noch ein relativ junger REIT und die haben hier eine Menge aufzuholen quasi. Bei denen läuft es aber auch relativ gut jetzt noch und die haben ein sehr dynamisches Dividendenwachstum und aufgrund der Dynamik eben vermutlich auch einen hohen Kurs und aufgrund des hohen Kurses im Vergleich zur Dividende jedenfalls eine niedrige Dividendenrendite hier von 1,6%. Haben wir mit Abstand dann hier das höchste Wachstum aufzuweisen. Das siehst du auch gleich im Dividendenbenchmark, siehst du dann, wo prognostiziert wird, wie stark das Dividendenwachstum für die nächsten Jahre, Jahrzehnte sogar ist. Da rauscht American Tower den anderen drei REITs gnadenlos davon. Ja, hier haben wir das schon eingestellt. Und für die ersten Jahre nehme ich wirklich 1:1 die Prognosen, aber irgendwann fängt ein Algorithmus an zu laufen. Und der ist relativ vorsichtig in dem Sinne, dass er vom historischen entweder das historische Dividendenwachstum für jede Aktie nimmt oder das prognostizierte Dividendenwachstum, je nachdem, was niedriger ausfällt. Das heißt, bei Public Storage wird dann von einem Wachstum von etwas weniger als 1% ausgegangen. Und ob das jetzt wie realistisch ist oder nicht, ist es einfach vorsichtig. Und hier siehst du, wenn du American Tower ausblendest, wie die drei Kandidaten hier dann sich, wie sich das da entwickeln würde. Was halbwegs realistisch ist, meiner Meinung nach, das ist, dass die REITs, die am Anfang die niedrigste absolute Dividendenrendite haben, die haben eher dann ein höheres Dividendenwachstum. Also die laufen dann irgendwann in der Zukunft bei der Dividendenrendite den REITs davon, die eine etwas höhere Dividendenrendite haben, aber ein etwas niedrigeres Wachstum. Also das ist für mich erstmal so weit halbwegs plausibel, aber wie gesagt, hier American Tower, natürlich, wenn man das Wachstum über viele Jahre nimmt und einfach dann fortschreibt, dann rauschen die dann halt dem Rest davon. Wenn du genau wissen willst, wie der Benchmark funktioniert, kannst du hier draufklicken. Da wird das Ganze dann eben erklärt. Ja, gut, ansonsten, warum ich diese REITs auch so irgendwo auch Public Storage als gute REITs empfinde, das ist, weil sie doch relativ stabil wachsen. Hier siehst du die Stabilität des Gewinns. Maximalwert ist 1 und die liegen zwischen 0,95 und 0,98. Stabilität beim Cashflow ist auch sehr hoch. Stabilität beim Umsatz ist auch sehr hoch. Also es sind schon wirklich gute Merkmale. Ja, das wären dann die REITs. Das heißt, jetzt könnten wir dann abstimmen, welche dieser vier REITs es in den Sparplan schafft, als 20. Sparplan. Und dann hätte ich noch eine Sache. Und zwar, jetzt geht es im Prinzip um mich oder eine Bitte. Wenn du den Aktienfinder fördern möchtest, dann kannst du das tun. Und zwar ist es jetzt eine Bitte, vielleicht Bewertung abzugeben. Also wenn du willst, dann kannst du hier zum Aktienfinder.net GmbH eingeben. Und dann findest du hier das Business-Profil. Das bin ja ich. Solltest mich wiedererkennen. Und dann kann man hier halt eine Bewertung machen. Und oder Aktienfinder gibt es auch bei Trustpilot. Kannst du hier Trustpilot Aktienfinder eingeben. Dann kannst du hier einfach draufklicken. Dann kannst du auch eine Bewertung abgeben. Wenn du mir einen ganz großen Gefallen machen möchtest, dann bewertest du beide. Kannst du das über Copy-Paste machen, den Text einmal schreiben und dann eben entsprechend da zweimal bewerten. Ich denke, das hilft mir schon ein bisschen weiter. Dann würde ich einfach sagen, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Stimmen ab. Ich bin gespannt, welcher von den vier REITs das Rennen macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.